Ohren auf im Straßenverkehr. Vielen herzlichen Dank an Eimann. Also, das ist die Ausgangslage für dieses Spiel mit dem wunderschönen Titel Ohren auf im Straßenverkehr. Ein Team muss einen Song erraten, während das andere Team versucht zu verhindern, dass Team 1 diesen Song errät. Und folgendermaßen funktioniert das. Das ratende Team versucht hier an der Bushaltestelle zu stehen und möglichst viel von dem Song mitzubekommen. Denn der läuft die ganze Zeit über eine Box im Auto. Und dann läuft er für 45 Sekunden. In diesen 45 Sekunden müsst ihr als fahrendes Team zweimal an der Bushaltestelle vorbeifahren. Und während ihr fahrt, verhindern, dass das ratende Team hört, um welchen Song es geht. Da ist euer Fantasie komplett freien Lauf gelassen. Zweimal ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber quasi von da kommen, einmal drehen, genau, von zweimal. Da kommen, hier drehen, also da die Wendeschleife und wieder und das zurück. Ist, das ist dann das zweite Mal. Genau. Also ihr müsst in diesen 45 Sekunden mit dem laufenden Song zweimal an der Bushaltestelle vorbeifahren, sonst gilt dieser Versuch als ungültig. Ihr ratet auch erstmal und Vincent und Ali, ihr fahrt das Auto als erstes. Wir spielen insgesamt 3 Songs pro Team, also 6 Runden insgesamt. Und wer die meisten Punkte macht, gewinnt. Wird der Song erraten, gibt es einen Punkt. Wird der Song nicht erraten, bekommt das Team, das es verhindert hat, einen Punkt. Gut, steig bitte ein. Aber ihr könnt doch einfach den Song auch mitsingen. Wer fährt als erstes? Wir haben vorhin Schere, viel gespielt. Ja? Ich muss zuerst fahren. Ich darf zuerst fahren. Okay, wunderbar. Dann steig ein, dann fährst du zuerst. Du kannst aber sehr gut Ali, du kannst alles machen, was du willst während der Fahrt. Ali, warte, ich gehe auf den Beifahrersitz oder nach hinten? Ich gehe auf den Beifahrersitz. Gut. Okay. Taktisch. Ja. Und ihr könnt euch auf der Bushaltestelle komplett bewegen. Von da bis dahin. Okay, der hier ihr dürft nur nicht runtergehen und vor allen Dingen nicht in den Straßenverkehr eingreifen, aber das wisst ihr. Vincent und Ali, ihr sagt Bescheid, wenn ihr da seid und ready. Ja, wir drehen hier hinten ganz kurz. Wir sind da und ready für die Vernichtung. Magst du kurz aus dem Weg gehen, weil es könnte sein, dass wir mitrennen. Macht aber keinen Sinn wahrscheinlich. Vielleicht bleiben wir auch einfach hier stehen. Nein, ich werde mich hier verstecken. Ich bin nicht im Weg. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Gut. Okay. Also ihr seid bereit. Ja, wenn ihr den Buzzer drückt, hören wir nichts mehr. Alles klar. Okay, los geht's. Bist Runde 1. Bist du bereit? Bin bereit. Gut, ihr könnt euch kurz beraten, die anderen kommen zurück und dann sagt ihr mit Bild einen Songtitel. Einen Titel möchte ich hören, ich brauche den Interpreten nicht. Also ich habe schon ein bisschen was Gitarriges gehört. Ist das laut? Okay, ihr müsst euch miteinander koordinieren. So, die kommen nur, weil wir jetzt wechseln. Okay. Ist das darf ich das jetzt sagen? Und, und du kannst sagen, was es ist? Under the Bridge. Du sagst Under the Bridge, die Red Hot Chili Peppers. Wir hören mal kurz rein und es ist... Wow. Nein, das ist falsch. Was? Der Song heißt Scar Tissue. Scheiße. Und es ist nicht Under the Bridge. Also, erster Punkt für Ali und Vincent. Oh, aber sehr gut. Okay, so, ihr tauscht. Aber sehr gut. Also, die Band. Würde ich gerne so nochmal in Berlin durch. Aber nicht gereicht, sehr geil. Du bist, guck mal, da ganz, sind sie wieder. Du bist eine ganz anstrengende Beifahrerin, habe ich gerade gesehen. Aber nicht, dass wir. Du bist ja mit dem Auto hierher gekommen, ne? Ich bin 6,5 Stunden hergefahren, um hier auch wieder Auto zu fahren. Ja, ist gut, ne? Um wieder 6 Stunden nach Hause zu fahren. Aber es macht Bock, oder? Es macht richtig Bock. Also, ihr könnt die komplette Bushaltestelle nutzen, ihr dürft nur nicht runtergehen. Ja. Ali, ne? Aber ich darf in die Knie, ne? Ja, das kannst du machen. Ich will nur nicht, dass du hier vor das Auto springst. Wo ist der Rückwärts? Genauso wenig wie du, Vincent. Ich mache meine Augen zu. Und konzentriere mich nur aufs Hören. Aber bleibst du denn da sitzen? Joko und Klaas, ihr sagt Bescheid. Oder läuft man mit? Gut, wenn ihr bereit seid, haut ihr auf den Buzzer zweimal an der Bushaltestelle vorbei. Und los geht's. Auf die Plätze, fertig, los. Da! Das ist der Pink. I don't need
Gut, ihr überlegt noch. Ihr überlegt noch ein bisschen. Und sagt mir gleich einen Songtitel. Ich brauche nur den Songtitel. Ach so, ohne Interpret. Ohne Interpret. Ach so, scheiße. So, Joko und Klaus, kommt ihr bitte zurück? Oh Gott. Joko? Also, es war wirklich toll, aber ich hatte eben Angst, dass du platzt. Ich auch. So rot, wie du im Gesicht warst. So, welchen Song habt ihr, glaubt ihr, gehört? Was ist hier los? Rockstar von Pink. Ist das Rockstar von Pink? Wir hören rein. Es ist Pink, aber es ist So What. Also Interpretin, auch hier richtig geraten. Ein Punkt für Joko und Klaas. Damit 1:1, ihr wechselt wieder. Ich brauche nicht die Interpretin oder den Interpret oder die Band, ich brauche den Songtitel. Bitte, und dann Ali, ihr seid wieder dran. So schlecht bei sowas. Ich bin fix und alles. Wechselt ihr euch ab beim Fahren? Wir haben uns jetzt abgewählt, aber wir müssen nicht. Wir können das machen, wie ihr wollt. Ja. Wenn du noch mal ein Weihnachtsgeschenk für Joko brauchst, ne? Ja. Lass dir ein Still geben von dem Bild, wie er hier vorbeifährt und schreit. Okay. Aber lass mich die Wasserflasche noch mal einsammeln. Ach, ein herrliches Spiel. Habt ihr eine neue Taktik hier für die Bushaltestelle oder bleibt ihr bei der alten? Es gibt einen Moment, wo man gut hören kann. Das ist, wenn die wenden. Das ist so, weil dann von beiden Seiten noch mal der Schall rauskommt. Ja. Also wir werden ready. Gut, dann drück den Buzzer und los geht's. Interessantes Wendemanöver. Da dachte ich ganz kurz, Ali, da dachte ich ganz kurz, du fährst in die Bushaltestelle rein. Also Joko und Klaas, ihr beratet euch kurz und nennt mir dann einen Songtitel, den ihr vielleicht gehört habt. Ich könnte einen Tipp abgeben. Ja, also ich brauche gleich von euch einen Bass kommt. Ein einzigen Titel. Ja, den Bass habe ich auch gehört. Titel. Ja, ich könnte nicht zuordnen. Aber ich kann den Bass zuordnen, weil er sehr besonders ist. Ali, erklär mir nochmal, was das war. Alte Schwede. Aus der Lust und Freude am Fahren. Alter, das war völlig geisteskrank. Welchen? Wirklich. Hör mal ganz kurz. Ich hab Angst um mein Leben. Lass mal aus Versehen. Die Steine sind so hochgeschüttelt. Welchen Titel habt ihr gehört? Alles gut. Welchen Titel habt ihr gehört? Also, ich bin die Kurve langsam gegangen. Ich hab nur den Beat gehört, ich hab nur einen Bass gehört. Hör mal zu, Joko, hör mal ganz kurz zu. Wegen dem Bass muss ich jetzt nachdenken. Joko. Entschuldigung. Ich sage Peter Fox, alles neu. Und wir hören mal rein. Nein. Richtig! Wow, alles neu von Peter Fox. Ja. Aber den Bass hätte ich nicht führen können. Ich möchte auch gut. Und momentan liegen Joko und Klaas mit 2:1 vorne. Wir spielen insgesamt 6 Runden, also ihr habt noch Möglichkeiten, Punkte gut zu machen. Ihr seid jetzt das ratende Team, Joko und Klaas das Fahrende. Und meine Frage an Joko und Klaas, seid ihr bereit? Bereit! Super, konzentriert euch, Ali und Vincent. Los geht's! Nichts gehört. Haben die den Buzzer überhaupt gedrückt? Wir haben den Buzzer gedrückt. Die Musik lief. Ich habe nichts gehört. Habt ihr eine Idee? Ich habe basically keine Musik gehört. Ich auch nicht. Das haben die gut gemacht dann. Aber ich brauche von euch einen Songtitel. Nothing at all. When you say nothing at all von Ryan Keating, das kann das Einzige sein. Ich habe nichts gehört. Okay, also ihr sagt, welchen Song? Ey, wir haben wirklich gar nichts gehört. Wirklich nicht? Und ich hätte schwören können, dass wir da vorne zu leise waren. Nee, gar nichts. Also ein Songtitel. Nothing at all von Ronan Keating. Nothing at all von Ronan Keating. Wir hören mal kurz rein. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves.
Punkt für Jörg und Klaas. Damit eine Führung von 3-1. Ihr könnt noch, ausgleichen. Scheiße. Aber wenn ihr jetzt keinen Punkt macht, Vincent und Ali, ohne Druck aufzubauen, dann ist das Spiel verloren, beziehungsweise der nächste Vorteil für Joko und Klaas. Ja, oder wenn die Kunden sich vorher verabschiedet. Ja. Dann müsst ihr durchschieben. Also 3-1, Vincent und Ali, viel Glück. Digga! Digga, oh, das Mensch, das Mensch! Das geht noch gar nicht los, das Spiel. Also erratet ihr es jetzt, dann habt ihr gewonnen. Okay. Ja, konzentriert euch. Und wenn nicht, müssen wir noch eine Runde spielen. Dann müsst ihr noch eine Runde fahren. Okay, bist du bereit? Warte, ja, ich bin bereit. Bist du halbwegs angeschnallt? Angeschnallt. Gut, dann betätigt bitte den Buzzer und los geht die hübsche Fahrt. Stinkt. Oh. Wenn ihr euren Job gut gemacht habt, California Love. Dann geht's in die nächste Runde. California Wenn ihr sie nicht richtig California gemacht habt, warte, ihr sagt mir den Song. Pass auf, nicht so hochriffen. So, und hier kommt die Antwort von Joko Winterscheid. California Love. Und wir hören rein. Und es damit der vierte entscheidende Punkt für euch beide. Ihr habt gewonnen! Yes! Low-Budget Stuntman. Vielen herzlichen Dank an Jochen Schropp. Also, da unsere beiden Stuntmen Janis und Ibu in ihrer wohlverdienten Kaffeepause gerade sind und sich ein bisschen ausruhen müssen, müsst ihr einspringen und diese nächste Aufgabe... Pam. Die Kartoffeln aus dem Feuer holen oder wie das auch immer heißt. Ne? In diesem Fall heißt das, aus einem fahrenden Auto springen und auf bestimmten Zielen landen. Und so funktioniert das Spiel. Es gibt vier Ziele, ich zeige sie euch. Einmal das Sofa, einmal der Flamingo, einmal das sogenannte Hundenest und hier das kleine Bällebad. Die haben jeweils Punkte von 1 bis 4, also Sofa 1, Flamingo 2, hier vorne Bällebad 3, Hundenest 4. Ihr müsst versuchen, gezielt aus dem Auto rauszuspringen und in diesem oder auf diesem Ziel zu landen, ohne die Matte zu berühren. Das heißt, das Auto fährt, ihr springt raus, landet im Bällebad, im Hundenest, Flamingo oder auf dem Sofa, dürft aber nicht die Matte berühren. Wo sind wir im Auto drin? Ja, es gibt zwei Autos, eins, das anschiebt und eins, aus dem man rausspringt. Ihr müsst möglichst viele Punkte sammeln. Du bist der Sprunggeil. Ihr habt 7 Versuche, um insgesamt Minimum, hört mal ganz kurz zu, 7 Versuche, um insgesamt Minimum 15 Punkte zu schaffen. 7 Versuche, 15 Punkte. Ja, ne? Also deswegen guckt euch das mal an. Und jetzt wird es ein bisschen komplizierter, weil man könnte natürlich einfach auch rausspringen und das Auto nur ein bisschen anschieben, das rollt so langsam aus und dann springt man neben dem Ziel einfach raus. Aber das angeschobene Auto muss weiter rollen, und in diese Reifen reinknallen. Erst dann gilt der Versuch als vollständig. Ui. Verstanden? Kommt mal mit, ich zeige euch das jetzt einmal. Also ihr könnt mal abwechseln. So 100 Sachen müssen wir dann schon fahren wahrscheinlich. Noch mehr, 150. 150, okay. Aber ihr könnt euch überlegen, ob jemand die ganze Zeit springt oder jemand, ob ihr euch abwechselt. Ich mach das schon. Also das schiebende Auto, Klaas und Joko. Auch das ist eine Regel. Joko und Klaas? Ja. Das schiebende Auto muss vor dieser roten Linie halten. Es darf nicht rüberfahren. Tut es das, gilt der Versuch als unmöglich. Ach ja, klar. Habt ihr noch irgendeine Regel? Nee, das reicht. Okay, gut. Aber ich habe alle verstanden. Wer fährt denn zuerst und wer springt? Na, wir müssen uns ja nicht abwechseln, oder? Ihr müsst nicht, aber wer als erstes, also ich würde als erstes fahren, okay, weil ich definitiv besser fahre, als dass ich springe. Okay. Und Klaas würde definitiv als erstes springen. Weil und sag mal, wenn es losgeht, muss ich auf dem Sitz sitzen? Ja. Oder was kann ich da machen? Ja, du musst ja im Prinzip auch das Auto ein bisschen steuern. Ne? Aber guck mal, das ist ein Cabrio, das ist schon mal gut.
Ja, haben wir Glück gehabt. Ne? Haben wir Glück gehabt. Also Klaas, du kannst natürlich auch beim Anschiebevorgang auf der Motorhaube sitzen. Aber nee, das aber, Auto aber muss ja auch, lenken. Genau, das Auto muss ja auch in eine gewisse Richtung gesteuert werden. Ja, aber ich kann das so hier, ne? Kannst ja. Lässig wie so ein Lowrider. So kann ich das machen. Alles wie du willst. Ja, hat halt kein Gas, keine Bremse, ne? Ja, das ist mir egal. Also denk nochmal dran, dein Auto, Klaas, muss am Ende... Ist die Handbremse, ist sie angezogen? Klaas, ja. Dein Auto muss am Ende in den Reifen landen. Und du möglichst in einem der Ziele. Fahr einfach mal, okay. Lass mal ausprobieren. Ich, dann machen wir es wie immer. Wir machen einfach. Ihr wolltet einen Plan machen, aber jetzt macht ihr einfach. Legt ihr los? Ich weiß auch nicht. Also, ich höre nicht, Klaas. Low-Budget Stuntman. Startet, ja. Wann immer ihr wollt. Ja, probier's mal. Hier ist okay. Der erste Versuch. Fahr mal los. Okay. Boah. Nicht geschafft, leider, aber sehr gut. Und guck mal, das habt ihr auf jeden Fall geschafft. Also Auto in die Reifen rein. Du hast leider die Matte berührt. Also hierfür gibt es natürlich logischerweise die meisten Punkte, weil das Auto hier auch am schnellsten... Aber das war sehr gut. Fand ich auch. Das war sehr, sehr gut. Von der roten Linie. Sowohl von dir, als auch von mir, als auch der Sprung. Beim nächsten Mal hast du es. Dann machen wir das aber viermal. Habt ihr gemacht, ne? Kleines Ziel, erster Versuch. Sechs weitere habt ihr. Klaas und Joko, ja? Ich bewundere eure Risikobereitschaft, aber das Bällebad gibt ja auch 3 Punkte und ist ein bisschen größer als das Hundenest. Verstehe ich schon, aber da muss man auch mehr noch um die Kurve fahren und mehr lenken. Das ist auch scheiße. Ah, stimmt. Gut, ihr macht den nächsten Versuch. Lass mich das noch einmal da probieren und dann schauen wir mal. Seid ihr bereit für Versuch 2? Ja. Wunderbar, los geht's. Aber ich bin doch da drin gelandet. Ja, aber du hast ja natürlich alles danach berührt mit deinem grazilen Körper. Das zählt natürlich nicht. Und was denn, aber das Auto aber ist ja auch leider, das Auto ist ja auch leider nicht in die Reifen gerollt. Ja, okay. Ey, Joko. Ja? Wir machen jetzt das Bällebad. Okay. Einfach mal probieren, vielleicht geht's besser. So, los geht's, dritter Versuch. Und Punkte sammeln, bitte. Okay, reicht. Ich will jetzt nicht unken, ne? Aber wir können nicht mehr gewinnen. Wieso? Das war der dritte Versuch. Nicht geschafft. Wir haben nur noch 4 frei. Ja. Das sind maximal 16 und wir brauchen 15 Punkte. Ist ein Punkt mehr. Wir können es noch schaffen. Siehst du? Ja, wir. Aber gut, dass du mir das nochmal gesagt hast. Ja, ich habe dir mal ganz kurz die Regeln erklärt. Ja, du erklärst müssen wir jetzt nicht. Die ganze Zeit immer das Ding treffen, ne? Ja, das wird nichts. Ja, naja, wir können es probieren. Ihr könnt ja sonst auch einmal das Bällebad und dreimal das Hundenest. Nee, das Bällebad ist viel schwieriger, wenn man auf die Kurve fahren muss. Das ist, und weil, wenn ich nämlich von der anderen Seite ranfahre, dann muss ich ja einmal durchs ganze Auto klettern. So. Bereit? Ja. Also punkten müsst ihr so oder so. Nicht so schnell, Joko. Ja. Ne? Bisschen langsamer. Los geht's. Ja, das ist gut. Drin gelandet, aber leider das Auto nicht in die Reifen. Damit habt ihr leider dieses Spiel nicht geschafft. Es tut mir leid. Das kürzeste Autorennen der Welt. Vielen Dank an Tore. Also, dieses 6. Spiel vor dem Finale nennt sich das kürzeste Autorennen der Welt. Alles, was ihr tun müsst, ist eure Autos vorwärts mit allen 4 Reifen über die 5 Meter entfernte Ziellinie rüberzufahren. Das Team, das es als erstes schafft, gewinnt.
Der Haken ist, ihr seht das ja an euren Autos, hier zu eurer Linken, hier zu eurer Rechten, da gibt es ein paar Dinge, die ihr vorab überwinden müsst. Ich kann euch aber so viel schon mal verraten. Der Schlüssel steckt in beiden Autos im Zündschloss. Das Auto muss per Motorkraft über die Ziellinie rübergebracht werden. Also Patrick, nicht werfen, okay. Rüberfahren. Ne? Nur, dass du das weißt. Und das vorwärts. Es steht aber jetzt ja gerade im Gegenteil. Wenn du es zum Ende nochmal zurückwerfen würdest, würde ich es gerne sehen. Wir nehmen das, wo die drin sitzt. Ihr müsst während des Fahrens beide im Auto drin sitzen. Auf den Sitzen und gemeinsam steuern. Wie ihr das macht, wie ihr das Auto ankriegt und wie ihr den Gang anlegt, das werden wir gleich sehen. Es gibt keine zeitliche Begrenzung. Du musst einfach nur über die Ziellinie fahren. Ist einfach nur vorwärts. Vorwärts und alle vier Reifen müssen über die Ziellinie rübergefahren werden. Okay. Aha. Ja, vorwärts, ganz wichtig nochmal. Ja, gut. Vorwärts. Ja, ist okay. Gut, seid ihr bereit? Es gibt keine zeitliche Begrenzung. Möge das bessere Team gewinnen. Los geht's! Schnell, schnell, schnell. Oh nee. Ach, das haben wir mal mit Olli Schulz gemacht, weißt du es noch? Ja. Oh. Okay. Übrigens, nur für euch nochmal, ihr könnt nicht vorne sitzen, ihr könnt nur hinten sitzen. Okay. Ihr könnt nicht vorne sitzen, nur auf der Hinterbank. Alter, was machst du? Hast du den Uffi-Bock, okay. Guck mal, der Coach hebt das Auto hoch und nimmt einfach die Ziegelsteine weg. Kannst du die Tür aufmachen? Ja. Das ist ja gar kein Griff, verdammte Scheiße. Warte, geh mal rein und schieb die ganze Sache raus. Es gibt nur eine Tür, durch die ihr reinkommt. Arme auf! Aus Frust und Wut habe ich die anderen Handgriffe abgetreten. Beide müssen im Auto sitzen, wenn ihr es fahren wollt. Warte mal, wir brauchen das. Wir müssen Alter, und denk nochmal dran, vorwärts. Wir brauchen das. Meinst du, das reicht? Shit. Ja, so, der Zündschlüssel steckt. Warte mal, was ist das hier? Der Zündschlüssel steckt. Boah, was ist das? Jetzt müssen wir loslegen hier. Also. Du brauchst aber die anderen Dinger. Ja, warte mal. So. Warte mal, soll ich mal vorne? Aber warte mal, da muss man kuppeln. Oder? Nein, ist nicht, ist Leerlauf. So. Oh, guck mal, da hat er die Tür doch aufgekriegt. Shit, ey. Du schlauer Fuchs, du. Warte, und wenn ich dagegen drücke, mit irgendwas? Ich habe natürlich nur die Griffe draußen. Hol mal den Kös, hol mal den Kös! Warte, nee, du musst weiter auf der anderen Seite. Bleib den so jetzt. Herr Bosse? Ja, die Kös, also du musst die Kupplung drücken. Das geht nicht. Drück mal die Kupplung. Dieser Mistsack. Was zur Hölle? Warte, jetzt pass auf. Also vielleicht nochmal alle, die es nicht genau sehen können. Joko und Klaas und auch Coach und Icke sitzen auf der Hinterbank und müssen versuchen, den Zündschlüssel anzuschalten, um das Auto zu starten und natürlich auch von der Hinterbank Schaltung einzulegen. Kacklenkrad! Das Lenkrad zu steuern und vorwärts über die Ziellinie zu fahren. Wenn ein Team es schafft, mit allen vier Rädern über der Ziellinie drüber zu sein, dann gewinnt es. Autos sind ausgepackt, aber bislang noch nicht gestartet. Drück mal noch. Ist an. Meine Brille. Der Coach und ich haben das Auto angeschaltet. Und Joko und Klaas haben die Scheibenwischer angemacht. Ach so. Soll ich mal von der anderen Seite? Mach ich. Wer schafft es als erstes? Versuch mal andersrum, dass der unten oben ist, oder geht das nicht? Ich muss die Kupplung. Ich kann die Kupplung. Ist drin. Alter, was? Halt mal fest. Ja. Pass auf, warte. Du lenkst ein bisschen. Ja. Wir müssen die Penner haben. Da. Oh, warte. Oh, okay. Eieiei, vorwärts. Halt. Ich glaube, ich gehe mal aus der Fahrt. Andere Richtung. Linie. Ja, wir müssen doch. Ach so, andere Richtung. Du hast recht, Herr. Ihr müsst vorwärts fahren. Ja, halt die Handbremse. Okay. Ist egal, das ist gut für uns, weil da vorne kommt die Poller. Warte, komm rein. Komm rein. Yes, Baby. Vorwärts. Ja, und geradeaus, Junge. Und aufpassen und stopp. Und die Bremse, Handbremse ziehen.
Oh, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was macht ihr denn da? So geht das Ding nicht! Run, Football, Baby! Bitte, Dagi, guck mal. Was macht ihr denn? Eingeweide raus. Was macht ihr denn da? Aber Scheibenwischer. Schön hier im Harz. Scheibenwischer habt ihr angemacht. Yeah, Baby. Ihr hättet so hinten noch Jok und Klaas. Das Auto ist übrigens aufgebockt hinten. Geil. Das hättet ihr dann noch runterheben müssen. Das hat der Coach gemacht, indem er einfach den Ziegelstein aus der Mitte rausgezogen hat. Du hast den Ziegelstein aus der Mitte rausgezogen, ja. Hat ja nicht mitbekommen. Ich habe gegengerannt. Okay, kommt her, Klaas und Joko. Geil, wie du das gleich. Also, ihr habt nicht zu viel versprochen, sondern ihr habt auf jeden Fall die beiden Jungs auseinandergenommen. Lieferambo. Vielen Dank, Ricardo und Anke. Also ein altehrwürdiges Spiel aus der Historie, bekannt aus der Weltgeschichte. Und wir wiederbeleben das extra für diese Show. Aber neben dem ersten Vorteil, den ihr euch heute erkämpft habt, freue ich mich viel mehr über eure Gegner bzw. über eure Gegnerinnen. Denn zum allerersten Mal haben wir bei uns in der Show eine aktive Fußball-Nationalspielerin, momentan in den Diensten vom FC Bayern München. Wir freuen uns über Lina Magull und sie hat an ihrer Seite den wohl fittesten und bestgestylten Moderator dort, Kai Pflaume. Hey. Genau so. So grüßt ihr. Ja. Na? Guck mal, so wird man geliefert. Ja. So, aufpassen. Arme runter. Ja. Nur nicht verletzen. Pass auf, noch nicht weiterfahren. Komm, warte. So, jetzt haben wir. Lina, komm auf diese Seite, bitte. Ihr wisst, wie man die Lina, komm hier rüber. Schön, dass du da bist. Hallo, Kai. Hallo, Joko, freut mich, Kai. Nicht über Kreuz, nicht, dass euch das nach Pech bringt. Ach so, so, schön, dass ihr beide da seid. Aus der Historie wissen wir, dass... Joko, du hast mal als Nebenjob Pizza ausgeliefert, ne? Ja, ja. Gurki hieß er da. Gab es da etwas, was ihr vor euren großen Karrieren schon mal gemacht habt? Du, Lina, bevor du angefangen hast, Fußball zu spielen oder... Die ganze Zeit nur Fußball. Das nicht. Also ich bestelle gerne bei aber selber ausgeliefert habe ich nicht. Bei Lieferambo, meinst du? Natürlich. Und Kai, du? Ich nicht, aber ich bin mit Jan-Josef Liefers befreundet. Ah. Oh. Sehr gut. Wir kommen zu den Regeln. Sehr guter Gag. Kai hat frei für den Rest des Abends. Kann nach Hause gehen. Besser, lustiger wird das heute. Also, jeder kennt das ja. Man bestellt etwas bei unterschiedlichen Unternehmen. Und in diesem Fall seid ihr diejenigen, die liefern sollen. Und zwar punktgenau. Ihr habt hier eine kleine Nachbildung der Scheune, die bei mir im Garten steht. Ihr liefert gleich unterschiedliche Sachen und müsst die dann nicht vor die Tür stellen, sondern durch die beleuchteten Fenster schmeißen. Okay. Und zwar aus einem fahrenden Auto. Ihr seht hier unten beide Fenster, die sind ein Punkt wert. Wenn ihr schaffen solltet, da oben durchzuwerfen, bekommt ihr sogar 2 Punkte. Jetzt was kommen, werfen wir? Ja, das sage ich euch gleich. Jetzt kommen ein paar sehr schöne Kleinigkeiten für die Regeln. Einer fährt und der andere oder die andere steht hinten im Wagen drin, natürlich festgegurtet und wird werfen. Jetzt müsst ihr aber auch eine gewisse Geschwindigkeit haben, damit das Ganze auch funktioniert. Wir haben hier Lichtschranken aufgebaut, hier vorne und da. Ihr müsst mit mindestens 30 km/h hier durchfahren. Sonst funktioniert das nicht. Ne? Sonst funktioniert das nicht. Sonst ist der Versuch ungültig. Oh. Okay. Kann aber auch mehr sein als 30. Ihr kann, du kannst auch mit 50, 60 fahren. Du kannst mit 180 durchklappen. Ja, genau. Musst du nur vorher mit Lina vielleicht absprechen, ob sie das gut findet oder nicht. Wir haben 4 Runden, also 4 unterschiedliche Gegenstände. Pro Runde hat jedes Team 2 Versuche. Und wir addieren alle Punkte, die ihr sammelt, über die Runden. Und schauen dann, wer am Ende am meisten Punkte gesammelt hat. Und in diesem Fall entweder gewinnt ihr für Pro7 oder ihr habt euren 2. Vorteil. Im Sack für das Finale. Sehr gut. Ihr legt vor, Joko und Klaas. Kommt mal mit, ich gehe mit euch schon mal zum Auto. Pro Runde machen wir das so, wenn ihr euch einmal entscheidet, wer wirft und wer fährt, bleibt das dann auch so für den Gegenstand. Wer ihr könnt dann erst bei den Gegenständen wieder wechseln. Wir fangen an. Ihr startet, hier ist euer Auto. Und das erste... Das können wir uns das einmal angucken? Ja, ihr dürft zugucken, das ist euer Auto. Ja, genau. Ihr könnt euch auch schon mal beraten und mal gucken, wie das genau funktioniert. Oder auch nicht. Und dann entscheiden, wer wirft und wer fährt. Das erste oder der erste Gegenstand, der ausgeliefert werden muss, ist dieser klassische Gartenstuhl, den ihr treffsicher durch eins der Fenster buxieren müsst. Ihr seid bereit? Auf Klaas, du sagst, wenn du fertig bist.
Guck mal, Klaas, vor einem Jahr hättest du den Stuhl noch nicht hochgekriegt. So ist es. Ja. So. Auf Startsignal dürft ihr loslegen. Der Blumenkasten Scheiße. Kaputt. Der war aber knapp. Der war knapp, ja. Du kannst sie erstmal in Startposition bringen und dann gibt es das Startsignal für dich, Lina. Kann ich? Ja, mach ruhig. Wunderbar. Erster Versuch für Lina und Kai. Und hier kommt euer Zeichen. Nicht zu abrupt bremsen, wenn wir durch sind. War nicht schlecht. Ich hab's noch reingekommen. Aber auch nicht getroffen. Naja, aber da war, die Höhe war gut. Ich war ein bisschen zu früh geworfen. Kai und Lina, 34,9 Stundenkilometer schnell, aber leider nicht getroffen. Aber dafür ist der Stuhl wirklich im Eimer. Der ist wirklich im Eimer. Ja. Euer zweiter Versuch. Ah, da kannst du dich noch draufsetzen. In Startposition. Ja. Und. Hä? Hä? Are you ready? Bitteschön, wenn ihr wollt. Ready? Ja, ich glaube. Oh! Also den lassen wir gelten, das ist ein Punkt, auch wenn er da noch halb drin hängt, aber... Yes! Sehr gut! Die Person, die den Gartenstuhl bestellt hat, die kann ihn da ja einfach wegnehmen, ne? Sieht ja auch so Kai und ihn. Weniger, aber... Eine sehr moderate Regelauslegung. Ja, manchmal muss man denen ja auch die Möglichkeit geben. Ja. Seid ihr bereit? Yes! Okay, und los geht's! Das war knapp. Das war wirklich knapp. Knappes Ding. So, ihr könnt jetzt kurz, wollt ihr in dieser Konstellation bleiben? Was ist das für ein Wetter? Also du fährst weiter, Joko, und... Was kommt da? Klaas. Ist das eine Schlonze? Nee, das ist Speck. Hier ja, nee, das ist aus der Schönheitsklinik Grünwald. Ein paar Überreste, beziehungsweise... Von der Oma aus dem Arsch. Nee, von der Oma aus der Wange. Oder Oberschenkel. Also ihr führt momentan 1-0. Das ist jetzt der zweite Gegenstand. Kein Lina, die beiden Jungs legen wieder vor. Boah, denkt Gott, an die Geschwindigkeit. Denkt an die Treffsicherheit. Wir sind gespannt. Und hier kommt das Zeichen. Und los Ready. Geht's. Dann nimmt der Mann von Lieferambo, in diesem Fall Joko, einfach nochmal schön den Gartenzaun mit. Habe ich. Also normalerweise wäre ich bei meiner Scheune sehr sauer. Aber die ist ja nur Nachbau. Ja, Lieferambo. Keine Punkte. Auf geht's. So, warte mal, ganz kurz. Okay. Okay, euer erster Versuch, Gegenstand Nummer 2. Hier kommt euer Signal. Los geht's. Yes! Yes. Die ersten Punkte oder der erste Punkt für Kai und Lina, damit 1-1. Zweiter Versuch bei Joko und Klaas. Bereit? Ja. Gut, und hier kommt der Sound und dann dürft ihr loslegen. Oh, durchgeworfen. Yes! Der zweite Punkt, damit 2-1. Letzter Versuch für euch in dieser zweiten Runde. Zwei haben wir dann noch. Und los geht's. Oh. Ja, so knapp ist es. Die Höhe war richtig. Leider ein bisschen zu weit nach rechts. Joko und Klaas liegen noch bei frühlingshaften Temperaturen hier in München-Grünwald vorne mit 2-1. Und wir haben jetzt einen Käfig mit keinem echten Tier darin. Okay. Ready to go? Ja. Ready to go? Hier kommt euer Sound und los geht's. Ah. Käfig daneben, Sound fast kaputt. Blumenkübel fallen runter, aber keine Punkte.
Und hier kommt der erste Käfig für euch. Ihr liegt noch hinten, aber noch ist nichts verloren. Hier ist euer Startsignal und dann geht es los. Kommt geil. Ja. Oh. So knapp, das gibt's doch nicht. Wir fahren so 35 km/h. Und wir sind gespannt, was jetzt passiert. Ich hab mir die Heizung ein bisschen angemacht. Joko, hier kommt dein Startzeichen. Aber den Blumenkasten getroffen, nichts mehr mit schön rauslehnen, gucken. Alles kaputt im Vorgarten. Euer letzter Versuch mit Gegenstand Nummer 3. So. Jetzt geben wir noch mal alles. Jetzt muss aber wirklich Ausgleich liefern. Jetzt musst du richtig liefern. Für den Ausgleich. Und bitteschön. Komm. Nee. Nicht getroffen. Immer noch 2-1 für Juck und Klaas. Und dann haben wir noch Gegenstand Nummer 4. Dieses ominöse Getränk, das geliefert werden soll, über das sich der oder die Bestellerin sehr freuen wird. Untere Fenster 1 Punkt, das obere Fenster 2 Punkte. Ihr führt 2-1. Ihr seid bereit? Ja. Und los geht's! Scheiße! Nicht getroffen. Ich hab kurz gedacht, der fliegt in mein Fenster. Falsches Fenster geworfen. Kriegen wir dann auch einen Punkt? Genau, kriegen wir einen extra Punkt, wenn es in mein Fenster wirft? Nein! Hattest du Durst? Nee. Hast du alles? Ja, ja. Gut, bereit? Ach, du hast extra das Fenster zugemacht, oder? Ja, sonst krieg ich das. Damit du nichts abkriegst. Ah. Okay, ja, sehr schlau. Danke, gut, los geht's. Das Vertrauen. Oh nein! Das war Innenpfosten und wieder raus. Innenpfosten und raus. Ärgerlich. Bei 2 Punkten habt ihr gewonnen. Joko und Klaas, bei 1 Punkt müssen Lina und Kai das Zweierfenster treffen. Und wenn ihr nicht trefft, können die anderen immer noch gewinnen. Und sonst gibt es eine schöne Stichfrage. Bereit? Ja. Euer letzter Versuch. Und los geht's. Nein! Nein. War drin? Nein. Auf der Tür gelandet. 2-1. Nein geschrieben. Alter, haben wir die gehört? Ich hab nur gehört. Glaubst du, du kannst es hochwerfen? Danke für dein Vertrauen. Genau, ins Zweierfenster ist euer Sieg, ins Einser also ich gibt glaube, es eine Stichfrage. Oben ist extrem schwer. Euer letzter Versuch, Lina und Kai. Hauptsache viel Glück, Godspeed, los geht's. Komm, Kai. Schaffst du? Nein! Yes! Und nicht getroffen, David Arvin. Joko und Klaas dieses Spiel für sich entscheiden können. Steigt bitte aus, wenn ihr könnt. Oh, das war. Also, es sieht einfacher aus. Und vor allen Dingen, wenn man es erklärt, denkt man, ach, das ist easy, wir machen richtig viele Punkte. Aber woran lag es jetzt vor allen Dingen bei dem Getränk? Weil du hast immer so geworfen, dass es an Joko vorbeigeflogen ist und dann. Ja, nee, weil man verschätzt sich einfach so. Man denkt halt, man kann das. Und dann kann man die Geschwindigkeit von dem Auto überhaupt nicht mit einrechnen in den eigenen Wurf, nicht? So. Ja, war auch schwer für mich. Ja. Vom Fahren hier. Ja, vom Fahren. Ja, klar. Ja, ja. Du bist relativ eng an den Garten. Boah, ey, der stinkt hier, ne? Ja, den verlosen wir heute noch. Also an dieser Stelle herzlichen Dank an Kai und an Lina fürs Mitmachen, auch wenn es nicht gereicht hat. Und Joko und Klaas triumphieren konnten. Lina, an uns lag es nicht. Tut mir leid. Schön, dass du da warst. An uns beiden lag es nicht. Aber wir sind doch gefahren. Aber auch schön, dass ihr verloren habt. Tschüss, Kai. Jeder kommt gerne wieder. Lina, ganz toll. Bis zum nächsten Mal. Bitte wenden.
Bitte wenden heißt es, und das ist im Prinzip eigentlich auch schon alles, was man dazu sagen muss. Pass einmal ganz kurz auf. Ihr beide steigt bitte. Sei kein schlechtes Vorbild für mich. Ihr beide steigt gleich bitte in dieses Auto. Fahrt es aus der Parklücke in diesem krassen Bergmassiv. Wendet es auf diesem unfassbar schmalen Pass um 180 Grad und fahrt es dann wieder genau in die Parklücke rein. All das müsst ihr machen, wenn ihr das schafft. Nein, bitte nicht. Wenn ihr das schafft, habt ihr das Finale gewonnen. Wie lang? Alles easy. Genau, jetzt kommt das Ganze. Ihr müsst es in einer bestimmten Zeit schaffen. Warum fünf Minuten. Aufsetzen? Falls du rausfällst, irgendetwas passiert. Mach ich immer beim Parken, setze ich mir so eine Parkbrille auf. Ja, das ist cool. Das siehst du besser. 5 Minuten hättet ihr gehabt. Ihr habt euch 4 Vorteile erkämpft. Pro Vorteil gibt es 30 Sekunden. Also habt ihr insgesamt 7 Minuten Zeit. Nochmal ein paar kleine Details, die ich euch gerne mit auf den Weg gebe. Also alle 4 Räder von diesem wunderschönen Auto müssen innerhalb der Parkposition am Ende stehen. Außerdem, ihr beide müsst innerhalb des Autos sein, die komplette Zeit. Es darf keiner aussteigen. Ah. Ihr dürft aber allerdings die Fahrer wechseln, aber dann nur innerhalb des Autos. Okay? Ey, ganz ehrlich, kann ich bitte diese Brille weglassen? Sie ist eingeregnet und ich kann nichts sehen. Ich will diese Brille nicht aufsetzen, auf meine eigene Gefahr hin. Okay. Den Helm setze ich auf mein eigenes Risiko hin. Ja, oder so. Gut, die Türen gehen nicht. Ihr müsst von der Seite einsteigen. Hier kommt man nicht mehr rein, hier muss man so reinklettern. Ihr müsst reinklettern, genau. Stürzt sie ab. Aber stürzt nicht ab, ne? Stürzt ab. Also ihr dürft natürlich nicht von der Klippe runterfallen. Gut, ich gehe einmal ganz kurz runter und gucke mir das aus einer sicheren Entfernung und Distanz einmal an. Ein bisschen diesig, ne? Kannst du hier was sehen? Guck mal. Den wirst du ja brauchen. Kannst du da was sehen? Ja. Was war die Zeit? 7. 7 Minuten. Also nochmal für euch. Klaas und Joko, solltet ihr von da oben runterfallen, habt ihr verloren. Solltet ihr euch so verkeilen, dass nichts mehr geht, habt ihr auch verloren und moderiert ab morgen 3 Tage lang um 19.05 Uhr Galileo. Dann kommt hier euer Startsignal. Das ist ein ganz toller. Nutzt die Fenster, Joko und Klaas. Ihr könnt rausgucken, nicht aussteigen. Ja. Also hier hast du noch 1 Meter. Oh, ja, rechts. Ja, nee, vorne auch. Warte mal, ich fahre noch einmal zurück, damit ich näher rankomme. So kann ich das gut einsehen. Vorsicht hinten. Also, das sehe ich alles. Bitte wenden heißt das Finale. Die erste Minute ist schon rum. Jetzt müssen wir eigentlich einschlagen. Ich muss einschlagen, weil ich will ganz an die Kante kommen. Ja, genau. Aber ich glaube, wenn du da hin willst, weil du kommst ja da mit einem anderen Bogen als hier, musst du da vorne. Siehst du den Reifen? Hä? Siehst du den Reifen vorne? Ja, ich sehe das. Da vorne sehe ich natürlich nicht, aber. Aber wenn du dich so ein bisschen rauslehnst, wie ich hier gerade? Ja, vorne kann ich hier nicht sehen. Doch. So, bin ich jetzt an der Kante? Nee, du hast noch. Fahr in die Wand rein. Ja, jetzt ist die Wand da. Und ich würde immer voll einschlagen und dann losfahren, weil sonst verspielst du so 3, 4, 5 Zentimeter, die wahrscheinlich entscheidend sind. Also erst voll einschlagen und dann. Da ist schon die Wand. Jetzt wird's tricky, jetzt. Aber hier. Ja, 5 Minuten. Bei dir. Ich kann hinten leider nicht helfen, weil dein Reifen hinten weiter vorne ist. Aber ich finde, das machst du hervorragend, Klaas, einfach Umlauf. Da muss ich nicht viel sagen. Vorsicht, da kommt die Kante bei mir. Ja, ja. Ich sehe. Vorsicht. Oh, warte mal. Handbremse? Ja.
Sie habt auf jeden Fall noch reichlich Zeit. Ja, kannst du noch. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Klaas, bitte. Ja, ich weiß. Aber. Wie ist da bei deiner Kante da? Ja, das ist knapp. Noch ein kleines Stück. Jetzt kippt er langsam drüber. So sieht's aus. Wow. Wie ist bei dir? Ja, ich sag dir, wenn du ganz, ganz langsam, jetzt ist es noch 5, 3, 2, 1, jetzt stehst du genau drauf. Ich find's geil, wie ruhig. Also ihr könnt euch wirklich Zeit lassen, die Hälfte der Zeit ist erst rum. Stopp, ja? 3,30 ja, ja. Habt ihr beide noch? Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, stopp. Jetzt wird's vorne eng. Ja, siehst du das vorne? Ja, ja, wenn du vorne rumkommst. Sag, ich komm. Noch 20, noch 15, noch 10. Ach, so viel noch? Noch 8, noch 5, noch 4, 3, 2, 1. Jetzt schießt er auf der Kopf. Guck mal hinten, bitte. Ja. Und das wird eng jetzt hier. Oh, Scheiße. Kannst du einmal weggehen, dann sehe ich selber. Ja. Ach, das sehe ich. Okay. Warte, dann soll ich hier vorne? Jetzt wird's. Nee, 3 Minuten noch. Noch ein kleines Stück. Stopp. Willst du sie wieder kommen? Direkt stopp. Ja, noch ein kleines Stück. Stopp. Jetzt bist du fast durch. Ja, Vorsicht, du siehst es, ne? Wirklich beeindruckend. Klaas und Joko, wie ihr das macht. Klaasi. Ich weiß. Oh, Vorsicht, langsam da hinten. Ich weiß, ich musste ja? Nur, ich hing da ja. Ja, ja, alles gut, aber jetzt ist wirklich, das wird jetzt brenzlig. Voll einschlagen. Da geht noch was. Ist alles? Ja, noch ein kleines Stück. Und jetzt kommt die Kante und dann bist du drüber. Oh. Ja, sehr gut. Siehst du hinten? Du musst mir sagen, ob du sehen willst oder ob ich es sagen soll. Ja, beides. Beides geht nicht, weil ich kann nichts sehen, wenn ich da reingucke. Gehst du nach vorne wieder? 2 Minuten. Ja. Okay, noch ein kleines Stück. So, was mach ich? Ich zeig's dir da. Nee, jetzt bist du direkt vorm Spiegel, warte mal. Ja, aber du fährst ja nach vorne. Sagen und, ja, ich weiß, trotzdem okay. Muss ich das... Ja, stopp, noch ein kleines Stück. Ganz klein, ja. Reicht? Hast du sogar noch ein kleines. Ein ganz kleines hast du noch, so viel, guck mal. Okay. Vorne gucken. Ja. Jetzt mal gucken. Joko, guck noch mal hinten hin, ich glaube, das ist... Nee, aber wir müssen auch vorne gucken. Ja, ich weiß, aber... Ja, das wird... Jetzt haben wir uns, glaube ich, verkeilt, oder? Weiß ich nicht. 1:20. Ihr könnt. Also mit etwas Glück, wenn du... Ja. Bist du voll eingeschlagen? Ja. Ja, stopp, langsam. Ich kann nicht einschätzen, wann da der Reifen auf der Innenseite... Aber du stehst quasi mit dem hinteren Teil des Reifens komplett raus. Aber der ist ja so breit und du stehst quasi noch so viel... Also das ist... Ist aber super. Ich glaube, dass du noch weiter nach hinten kannst. Ja. Du musst mir nur sagen, wo du mich brauchst. Weil ja, ich weiß auch nicht so genau. Ich würde jetzt einschlagen nach links und jetzt einfach mal rückwärts fahren. Nee, ich glaube. Wie ist denn mit dem Vorderreifen? Ja, da. Ich glaube, das ist noch ein bisschen früh. Da würde ich jetzt stopp. Ihr müsst jetzt ein bisschen. Also. Kleines Stück Stopp. Gas geben. Wenn du jetzt voll. Ah, warte, stopp, mach keinen Scheiß. Ihr habt noch 40 Sekunden. Wie stehe ich drauf? Ja, nicht mehr viel, glaube ich. Klaus, du rutschst gleich runter, wirklich, ernsthaft. Du hast keine Chance. Du hättest eben nach vorne gemusst. 25. Alter. Jetzt. Na. Ja, ist. Nee, das wird nichts. Du musst voll andersrum einschlagen. Nein! 15. Voll andersrum. Jetzt voll andersrum. Und dann versuchen, das 10. zu retten. 10. Aber das wird nichts, glaube ich. Ach. Scheiße! Rückwärts oder vorwärts? Ja, 6, jetzt, wenn du es hinkriegst, 5, rückwärts. 5. 4, ja, 3, Vorsicht. Ja, 2, ja, ja. 1. Und jetzt? 5. Und Schluss. Oh, ihr wart so gut. Oh, guckt euch das mal an. Lass mal runter. Ich wollte dir zeigen, weil du wirklich, glaube ich, auf einem Millimeter standest. Was soll ich sagen? Wahnsinn, wie ihr gekämpft habt. Vor allen Dingen auch beeindruckend, was ihr da oben gemacht habt. Aber es waren die entscheidenden Zentimeter. Was soll ich sagen? Ab morgen um 19.05 Uhr. Bis einschließlich Freitag moderieren Joko und Klaas Galileo, das älteste
Magazin ich auf ProSieben. Ich gucke mal in meinen Kalender, ob ich das hinkriege, aber ich werde es möglich machen. Mach das mal. Und Sie gucken bitte auch in Ihren Kalender, ob Sie es wieder möglich machen können, dass Sie nächsten Dienstag um 20.15 Uhr einschalten bei Klaas gegen ProSieben. Hey. Vielen herzlichen Dank. Ihr werdet runtergelassen. Ihr werdet nicht hochgezogen. Bis gleich. Jupp und Klaas. Schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.